Der 29-jährige James Watson wurde von der Polizei wegen mehrfachen Einbruchs und schweren Diebstahls verhaftet. Zuvor verschanzte er sich nach einer Verfolgungsjagd in einem Apartment in Butte, Montana. Von dort aus drohte er dann der Polizei, denn wenn sich ein Beamter der Wohnungstür nähern würde, würde er alles zusammenschießen und sich in die Luft sprengen. Oktober 2017. Um ca. 18 Uhr war James Watson gerade dabei, ein Wohnhaus auszurauben, als von einem Nachbarn die Polizei gerufen wurde. Nachdem der Einbrecher die Polizei kommen hörte, rannte er aus dem Haus, setzte sich in sein Auto und versuchte, den Beamten zu entkommen. Nach einer längeren Verfolgungsjagd führten die Spuren zu einem 600er Apartmentkomplex. Darunter verschanzte sich Watson bei einem seiner Freunde in der Wohnung. Wir fanden das verdächtige Auto in der Nähe von einem großen Apartmentkomplex. Kurz darauf klopften wir an verschiedenen Wohnungstüren. Plötzlich drohte eine schreiende Stimme von weiter oben, auf uns zu schießen, wenn wir näher kommen. Er sagte, dass er mehrere Waffen und sogar Bomben bei sich hat. Also sind wir wieder aus dem Apartment gegangen. Die Beamten umstellten weiterhin den ganzen Apartmentblock. Zusätzlich beschloss die Polizei, sich Unterstützung durch das SWAT-Team zu holen. Eines der vielleicht gefährlichsten Kommandos, die ein Polizeioffizier geben kann, ist, den Einbruch in ein Haus zu starten. Wir wissen nicht, was dort drin abgeht. Es ist am besten, die Person erst aus der Wohnung zu bekommen. Nach längerem Warten und der Hilfe eines Verhandlungsführers von der Polizei konnte man Watson dazu bringen, aus dem Apartment zu kommen. Verhandlungsführer werden oft bei Geiselnahmen oder Selbstmordabsichten eingesetzt, um mit den verdächtigen Personen zu kommunizieren. Ziel ist es, durch verschiedene Verhandlungstaktiken die gefährdete Situation erfolgreich zu entschärfen. So war es auch bei Watson. Der Verhandlungsführer unterhielt sich mit Watson über 3 Stunden per Telefon. Am Ende des Gesprächs äußerte der 29-jährige Watson sein Bedürfnis, mit einigen anderen Familienmitgliedern zu sprechen. Letztendlich entschied er sich zu ergeben und sich der Polizei zu stellen. Watson fügte sich mehrere Schnittwunden am Arm mit einem Messer zu. Anschließend wurde er in das St. James Hospital gebracht und dort auch medizinisch versorgt. In dieser Zeit durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der sich Watson befand. Doch bis auf Watsons Messer konnten keine weiteren Waffen gefunden werden. Einige Monate später fand die Gerichtsverhandlung statt. Watson wurde wegen 5-fachen Einbruchs und schweren Diebstahls angeklagt. Vor Gericht verkündete der Richter das Urteil. Das Gericht verurteilt den Angeklagten zu 10 Jahren Gefängnisstrafe, davon 3 Jahre auf Bewährung. Und in Bezug auf die weiteren Anklagepunkte 2, 6, 7 und 11 verurteilt das Gericht den Angeklagten jeweils zu 10 Jahren Haftstrafe. Davon 3 Jahren auf Bewährung. In allen 5 Fällen gab es vom Gericht eine Übereinstimmung. Somit beträgt das Gesamturteil im Fall 10, 17, 2, 60, 7 eine Gefängnisstrafe von 50 Jahren. Das Urteil beträgt eine Haftstrafe von 50 Jahren, davon 15 Jahre auf Bewährung. Das spielt keine Rolle, denn im Fall 10, 17, 2, 60, 7 verurteilen die Richter einstimmig den Angeklagten in allen 5 Anklagepunkten zu jeweils 10 Jahren Gefängnisstrafe, davon 3 Jahre auf Bewährung. Das Gericht empfindet das Urteil als eine gerechte und angemessene Strafe. Die Verurteilung vom Gericht beinhaltet Anklagepunkt 277 und den von meiner Kollegin erwähnten Punkt 7088. Sie haben 120 Tage Zeit, um gegen mein Urteil Berufung einzulegen und Einspruch zu erheben. Der 29-jährige James Watson wird somit die nächsten 35 Jahre im Gefängnis verbringen. Erst danach hat er wieder die Chance auf ein normales Leben. Aber jetzt bist du wieder gefragt. Was denkst du über Watson? Sind 35 Jahre Gefängnisstrafe ohne einen Mord zu begehen angemessen? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare.
Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt gerne nachholen, denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Also aktiviere auch die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.